Hi Leute, heute geht's wieder um den Rebel-Taschenrechner und diesmal möchte ich ihn zerlegen. Dazu nehme ich mal Schraubendreher. Und was nehme ich da? Einen Kreuz, weil hier habe ich zwei Kreuzschrauben. Dann schraube ich den mal auf. Da habe ich die Batterie drin. Ups, wie ich ja schon gezeigt hatte. Dazu. Dann mal die zwei Schrauben raus. Schraube 1. Schraube 2. So, darunter sind keine Schrauben mehr, da habe ich schon geschaut. Da musste jetzt aufgehen. Dazu nehme ich, denke ich, mal einen Schlitzschraubendreher und versuche den da aufzumachen, aufzuhebeln. Das ist echt schwer. Geht der so auf? Ups, schwer. Nehme ich doch besser einen Fingernagel und geht da rum. Geht da außen rum hier. Ich glaube, da ist was gegangen. Ja. Ups, ja, macht klack, klack, das sind Klipse, die halten den zusammen. Da ist auch noch ein Klips, ups, ist der Klips da gebrochen, ausgebrochen. Ups, ah, jetzt habe ich ihn offen, okay. Da steht eine 0, dann gucken wir mal, ups, gleich mal Kabel. Da hängt die Batterie dran mit rot und schwarzen Kabel. Und das wäre die Platine. So, dann würde ich sagen, mal gucken, da haben wir einen Chip drunter, da das Display und hier einen, sieht aus wie ein Transistor, dann eine Diode, das ist eine LED. Ich denke, wenn die Solarzelle hier ganz viel Licht bekommt, dann leuchtet die LED sogar. Kondensator, 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 ich glaube, die sind für den Takt. Da steht 47 μF drauf auf der Platine, da ist ein Zinnspritzer, wohl von der Herstellung her, ich glaube, die werden mit Hand gelötet, die kleinen Drähtchen, die beiden Solar. Drehtchen für Solarzelle gehen da drauf. So, jetzt wird es allerdings etwas dunkler dann gleich, weil ich messe den mal mit dem Oszilloskop durch. Dadurch, dass da eine Leuchtdiode ist, ich vermute mal, die begrenzt die Spannung vom Solarmodul. Ich habe das jetzt mal mit dem Solarmodul auf die Lampe gelegt. Die LED ist an. Mache ich das von der Lampe weg, ist die LED aus. Lege ich es wieder auf die Lampe drauf, ist die LED wieder an, die LED leuchtet. Das ist der Strom vom Solarmodul, den das Solarmodul zu viel bringt. Da leuchtet sogar eine Leuchtdiode dabei. Ja, ganz interessant. Dann weiter. Okay, ich habe jetzt mal den Oszilloskop mit Minus an Minus-Batterie angeschlossen und will den mal mit dem Oszilloskop messen. Ich habe hier drei Kondensatoren. Bei dem ersten Kondensator messe ich nur eine Gleichspannung. Bei dem zweiten Kondensator hier, wenn ich daran gehe, messe ich die Taktfrequenz, wenn ich den richtig Kontakt habe. Ja, 1,135 kHz, das heißt der Taschenrechner, der hat 1,1, mit 1,1 kHz Takt läuft der. 1,135, ja, mit 1,135 kHz. Und die dritte, da habe ich nur wieder eine Gleichspannung. Bei der dritten. Ich glaube, dass die zwei Kondensatoren hier die 1,5 Volt Versorgungsspannung stabilisieren und der dritte hier den Takt angibt bei dem Chip. Mehr als diese drei sind nicht drin. Das hier ist eine normale Diode, die verhindert, dass die Solarzelle die Batterie entlädt. Also eine ganz normale Diode. Da wo einmal, ich glaube, die Solarzelle per Diode zum Rechner geht und einmal die Batterie per Diode zum Rechner geht. Eine Doppeldiode. Ja. Und eine LED, die von der Solarzelle, wenn die Spannung zu groß werden würde, weil das Licht zu hell ist, die überflüssige Leistung einfach verheizt. Da der Taschenrechner sowieso so gut wie keine Leistung braucht und mit so einer Batterie hier 28 Jahre laufen würde, ist es mit der Solarzelle eigentlich ziemlich müßig. Ja, ansonsten auf der anderen Seite von der Platine haben wir die ganzen Taster mit so Gummimatten und so. Und hier darunter unter den vergossenen Ding der Chip. Dann hier die Anschlüsse zum LCD-Display. Ja, ganz normaler, billig Taschenrechner. So, dann kann ich das Ding wieder zuschrauben. Das war's dann mit dem Video und bis zum nächsten Mal.